Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Ich überlege gerade, ob ich es schaffe, mich zusammenzureißen und diese, wie du nicht zu nennen, Steakhäuser hassen diesen Trick. Keine Ahnung. Wir machen heute einen sehr, sehr schönen T-Bone Steak. Viel Spaß dabei. Ja, T-Bone Steak braucht man nicht so viel für, außer ein schönes T-Bone Steak. Das ist das hier. Und dann habe ich noch ein bisschen Ketchup, ein bisschen Mayo, ein bisschen Kräuterbutter. Hier habe ich ein paar TK-Pommes, ein bisschen Öl. Dann das Grillbuttergewürz ist hier schon in der Kräuterbutter drin. Wenn ihr nicht auf mein Grillbuttergewürz steht und das nicht wollt, kauft euch einfach eine Kräuterbutter oder mischt die zusammen nach irgendeinem Rezept von Chefkoch oder irgendwo. Macht euch eine schöne Kräuterbutter dazu, finde ich super lecker. Für die Fritten habe ich hier meinen Frittenwürzer Bacon. Dann schmecken die Fritten nämlich so ein bisschen nach Bacon. Auch da kann man natürlich variieren. Könnt ihr euch halt nachmischen, findet ihr auf meiner Homepage. Oder kaufen könnt ihr das, wie auch immer. Also, da wird ja immer gesagt, das ist halt Werbung, ja, aber ich sag mal, für selber klöppeln kann man sich so ein T-Bone-Steak nicht und die Würze kann man sich mischen oder kaufen, ist halt immer so wie das. Dann habe ich noch eine Grillzange, ganz wichtig, ein Einstechthermometer und wie immer, wenn man grillen, scharfes Messer und ein Brett. Ja. Steakgröße ist jetzt so hier, ich habe euch mit dem Thumbnail ein bisschen ausgetrickst, guck mal, halt nämlich so gemacht hier, so alte Angler-Tricks, ne, immer wichtig ist nicht, wie groß der Fisch ist, sondern wie lang der Arm. Und dann mit einem lang ausgestreckten Arm sehen die Steaks immer ein bisschen größer aus. Ich habe aber heute ganz bewusst mich für einen 600 Gramm Steak entschieden. Das ist eine Größe, die passt auf den Teller. Und das ist eine Größe, die ist ungefähr so groß wie die Gesicht. Und wenn ein Steak so groß ist wie das eigene Gesicht, dann kann man das auch komplett essen. Und ich habe schon ganz oft bis zu 7 Kilogramm schwere Steaks gegrillt. Die Videos kommen super an und ihr habt alle Spaß mit. Allerdings, ich werde heute was machen, was ihr tatsächlich selber nachgrillen könnt. Und dazu habe ich diese 3-H Steak mir bestellt bei beefbandits.de. Das könnt ihr auch machen und spart dabei noch 10%. Wenn ihr den Code Klaus verwendet, wenn ihr nicht verwendet, spart halt nichts, könnt ihr euch selber entscheiden. Oder ihr kauft es bei eurem Metzger oder wo auch immer. Also wir sehen hier vom Fleisch her, guck mal an, eine schöne Marmorierung hier drin, siehst du das? Schön intramuskuläres Fett, das ist das, worauf ankommt. Und ich bin hier an Beef Bandits beteiligt und da kriege ich mal die Frage, wo kommt denn dieses Fleisch her? Und ich kann sagen, das kommt von deutschen Bauernhöfen und wir gucken tatsächlich jetzt nicht, von welchem Hof kommt das. Sondern wir gucken uns die Rücken vorher an, wie sind davon die Qualität, wie groß sind die, wie ist die Fetteinlagerung, wie viel Sinn macht das Ding zu 3H. Weil du kannst natürlich immer nach der Herkunft achten, das hat nicht viel mit der Qualität zu tun. Und wir achten lieber auf die Qualität und dann passt die Herkunft in aller Regel auch, weil du natürlich nicht mit einer scheiß Herkunft eine super Qualität erzeugen kannst. Deshalb gucken wir auch immer erst nach der Qualität und machen keine große Werbung für die Herkunft, weil ich meine, das sagt immer nicht allzu viel aus. Größe sind 600 Gramm, kriegt man locker vertilgt. Wie lange wird das 3H? 4 bis 6 Wochen. Ja, und so ein Steak kannst du überall kaufen, da wo du möchtest, wo du gut findest, kannst du bestellen. Kostet zwischen, ich sag mal, zwischen 35 und 55 Euro, je nachdem wo, was, wie. Schönes Stück, guck, dass das ungefähr 2 Finger dick ist an der Stelle. Und dann hast du wirklich eine tatsächlich beherrschbare Portion. T-Bone Steak heißt, wir haben hier den T-Knochen in der Mitte, beziehungsweise die Reste davon. Das ist hier so ein Zwischenrippenstück. Wir haben hier praktisch bloß einen ganz leichten Knochen. Was schön ist, dann haben wir mehr Fleisch. Und der läuft praktisch hier lang, immer hier runter. Und hier drüben hast du so eine Sehne drin, die ist beim Rind dabei. Und die kann man entweder vorher wegschneiden oder dran lassen. Ich bin großer Freund davon, die dran zu lassen, weil hier noch viel Fett dran ist, was nachher beim Grillen schön Geschmack gibt. Wenn du jetzt aber Ladies hast, die haben die da ganz große Sorgen mit haben, dann kannst du das vorher raus trangieren. Da hast du ein bisschen Verlust dabei und hast natürlich das Fett nicht auf dem Grill. Aber wenn deine Gäste das so wollen, dann macht das so, weil das natürlich ein Steak ist, was so wie es auf den Teller kommt. Also wir werden das nicht wie üblich weg runter trangieren, sondern wir machen einfach einen Teller mit einem Steak, wie sich das gehört. So, was ich jetzt mache, ist, ich öle das ganz gerne mit einem Öl ein. Ich habe jetzt ein Rapsöl, habe ich jetzt hier. Dann machen wir hier mal eine schöne kleine Ölschicht oben drauf. Dann grillt sich das nachher besser. Weil bevor das eigene Fett hier anfängt zu schmelzen, hat man erst schon die ersten vier zu dunklen Streifen dran. Und das ist schön, wenn man vorher ein bisschen Fett drauf macht. Salzen und Pfeffern tun wir an der Stelle gar nicht, weil wir haben ja unsere kleine süße Kräuterbutter. Da ist ein bisschen Salz drin, die ist schon kräftig, die ist würzig. Die tut all das, was wir brauchen. Also den Grill haben wir jetzt auf kleinster Stufe Feuer heizt. Das liegt jetzt aber daran, dass... Kleinste Stufe. So klein wie wir. Liegt aber daran, dass wir ein Bräuchling haben und der hat immer viel, viel mehr Schub als alle anderen Grills. Wenn du jetzt einen ganz einfachen Baumarktgrill hast, dann scheu dich nicht, das Ding volle Pulle aufzureißen. Ja? Also da sind wirklich riesen Unterschiede drin. Wenn du den Boil die volle Pulle aufheizt, dann hast du gleich schwarze Streifen dran. Von daher ein bisschen runterdrehen, entspannt. Hand über den Rost halten, 1, 2, 3, dann ist genau richtig. Also könnt tatsächlich noch ein bisschen mehr Energie geben. Und legen unser Steak auf.
und stellen uns daneben und gucken zu. Da, Steak. Hier, Klaus, da, Zange. Und nach kurzer Zeit nehmen wir schon und drehen das erste Mal. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit, dass wir den kreuz und quer hin und her flippen. Also keine Regel, wo wir auf die Uhr gucken müssen und so und so und so und so, sondern einfach Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und alle Dinge, die wir mal gelernt haben über Steaks, kann man tatsächlich so machen. Aber wir sind hier beim Grill und wir haben jetzt wirklich eine schöne Fleischstücke, mit der wir auch flippen können. Und ganz ehrlich, wenn ihr am Grill steht, wie es euch wahrscheinlich wie mir, da will man auch was zu tun haben. Und dann ist Drehen die beste Variante, weil dann hast du keine Seite, die hart übergart, weil du ständig das Ding drehst und immer wieder von jeder Seite so ein bisschen rinkommt. Und dann können wir das schon wieder lösen und drehen. So, und so einfach ist das Spiel. Das machen wir jetzt so bei der Dicke ungefähr 10-12 Minuten lang. Guck mal, nach der ersten Drehung haben wir so ein Schachbrettmuster drauf, aber da gewöhnen wir uns nicht dran. Das werden wir so oft drehen, dass wir eine gleichmäßige Kruste haben und dann verschwindet es wieder. Geht das auch auf dem Kugelgrill? Ja, geht auf jedem Holzkohlegrill, auf jedem Kugelgrill, auf jedem, naja, Elektrogrill. Wir müssen ja nicht gleich eskalieren, aber im Prinzip auf der Feuerplatte, also diese Flip-Flip-Technik funktioniert immer. Wichtig ist, mach nicht zu viel Hitze drin, weil sonst verbrennt es ja aus. Mach auch nicht zu wenig, sondern so ein Mittelmaß. Wenn die Hand über den Rost hältst und bis 2,5 zählen kannst, dann bist du auf guten Weg. Oh, mega, du hast halt immer was zu tun. Du kannst schön drehen, das riecht gut. Kannst einen Deckel oben lassen, das heißt, deine Gäste sehen, was du machst. Oder du selber natürlich auch, ne? So, nach 5 Minuten gucken wir schon mal, wie die Temperatur da drin ist. Da haben wir so 27 Grad, 26. Das Filet ist immer ein bisschen... Ja, ein bisschen weiter schon, ist bei 34, aber juckt uns nicht, zeigt euch gleich einen ganz, ganz fiesen Trick. So, und jetzt, guck mal, das ist das Filet und das ist hier schon gegart, in der Mitte noch ein bisschen englisch, das finde ich perfekt. Und da mache ich immer Folgendes, und zwar löse ich das jetzt mit einem sauberen Schnitt hier vom Knochen ab, ein kleines scharfes Messer, zack, hier rum. Hab uns das ausgelöst und grillen einfach das andere Stück weiter und das haben wir schon mal so wie das ist und das wird nachher praktisch mit allem so zusammengelegt und dann sieht das kein Mensch. Und das grillen wir jetzt einfach weiter. Wenn du jetzt sowas hier hast, so ein Zweikammergrill, dann nimmst du die Seite hier, weil hier siehst du, läuft da ein bisschen Restwärme drin. Das ist also hier alles ein bisschen mehr als Handwärme, da kannst du das Steak hier hinlegen. Gerade Filetteil bleibt da warm. Ansonsten legst du das an einen Ort, wo es jetzt nicht wirklich im vollen kalten Wintersturm liegt und alles wird gut. Guck mal, wenn du dir nicht sicher bist, ob du tatsächlich Dreieck war, guckst du dir unter die Knochen. Und wenn die Knochen so ein bisschen anfangen zu schäumen, dann siehst du, das ist trockengereiftes Fleisch. Und warum schäumt der Knochen nun so? Weil er trockengereift ist. Aber ich weiß es nicht. Guck mal, nächste Zwischenmessung lag so, naja, sag mal 8-9 Minuten, 41 Grad. Also, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Schön und immer schön drehen. So, Zieltemperatur, wir haben jetzt knappe 50 Grad und da ist natürlich jetzt brutal Hitze drin. Wir legen es mal zur Seite und lassen es hier noch ein bisschen sich beruhigen und die Temperatur schön durchziehen und machen in der Zwischenzeit einfach unsere Portion Pommes fertig. So, und Pommes auf dem Grill kann man machen, aber wir haben alle einen Seitenkocher und da bin ich ein großer Freund davon, so Dinge zu nutzen, habe ich hier so eine Kokotte, so ein, ja, von Grillfluss, das hier so ein Sternköpfchen. Finde ich ein bisschen cooler als ein Dutch-Ofen, weil du halt besser sauber machen kannst mit dem weißen Inneren. Notfalls seht ihr auch einen Dutch-Ofen. 170, 180 Grad das Fett vorheizen und unsere Pommes reinigen. Total easy. Zack. Pommes sind gleich fertig. Das heißt, wir machen schön jetzt die Kräuterbutter hier drauf, dass die noch schön zerlaufen krallen. Hast du schon in der Hals? Das Pommes. Also, raus damit. Ab in die Schüssel. Da macht sich halt hier so eine Schaumkelle mal super. Rein in die Schüssel. Dann ein bisschen von dem fritten Wurzer Bacon rüber. Keine zwei Esslöffel. Dann durchschwenken. Und natürlich eine ordentliche Portion Pommes hier bei uns aufs Brett geben. Und wenn ihr denkt, ihr seid schon fertig, dann muss ich euch enttäuschen, weil eins fehlt noch. Anhieber Petersilie. Kleines Sträußchen an, lieber Petersilie ruf. Und fertig ist, wir können essen. Geil, oder? So, ihr fragt euch, warum ich gerade keine gute Laune habe. Wisst ihr warum? Weil das Essen hier nicht für mich ist.
Das hat sich tatsächlich meine Frau gewünscht und ich sollte bekommen. Deshalb werde ich auch nur kleine Stücken davon probieren. So, ich fange mal oben mit dem Filet, nur mit der Spitze an. So, den Ditsch noch mitnehmen. Auf euch, ich renne die hohle Birne. Schön. Und dann schneide ich mir mal einfach so eine Mitteltranche hier raus. Und ich schneide immer durch, dass ihr es mal voll seht. Ich würde sagen, klar, Punkt, Frau. Super. Gilt der Versuch. Ansetzen, runterschneiden. Und das ist natürlich ein Schöner an dem Steak. Das musst du nicht vorher kaputt säbeln, das kannst du deinen Freunden halt so auf den Teller packen. Ja, Kräuterbutter kann, darf, muss. Guck mal, hier siehst du die kleinen Safttropfen, die sich da bilden. Da unten, da, zack, zack, zack. Mega, also dry aged heißt nicht getrocknetes Fleisch, ne? Das heißt bloß trocken gereift. Hat einen schönen Biss. Aber überhaupt nicht zerrig. Eine Kräuterbutter mal für eine völlig andere Nummer als immer nur Grillpfeffer, Grillpfeffer, Grillpfeffer. Sondern ich finde, so eine Kräuterbutter macht auch Spaß. Dann nehmen wir noch die obligatorischen Pommes mit Ketchup oder Mayo, ist die Frage. Ich würde sagen, die Antwort ist und. Auf euch. Aber schon fies, dass es ja Bacon schmeckt, mal. Die riecht total nach Bacon, okay. Also wer sich das nicht vorstellen kann, das schmeckt so ein bisschen wie die Bacon Chips. Aber eigentlich noch besser. Eigentlich mehr Bacon. Ich glaube, ich bleib bei Pommes. Ich bleib bei Janus. So. Jetzt wird so langsam knurrig. Ja. Von daher muss ich mich von bei euch verabschieden. Ihr könnt noch stundenlang mit euch quatschen. Geht aber gerade nicht. Mich würde freuen, wenn ihr trotzdem da oben da lasst. Den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar und vielleicht auch ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Ich glaube, es gilt. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Abos, Abos. Wir brauchen viel mehr Abos. Tschüss.